Neuzugänge, 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 Intro, Neuzugänge. Ein wunderschönes Hallo an euch da draußen. Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und ich hoffe, ihr seid fantastisch in das Jahr 2024 hineingestartet. Ich habe noch ein bisschen Urlaub, was heißt ein bisschen, nur noch 3 Tage. Ich bin super reingekommen und ja, es gibt wieder sehr viele Neuzugänge für meine Sammlung. Es sind Konsolen, Games und. Also die nächsten Folgen werden definitiv Neuzugänge. Dann gibt es noch eine Roomtour, aber bleiben wir bei diesem Video. Fangen wir an mit den Neuzugängen und ich kann euch sagen, Leute, das sind wirklich die allerfeinsten Neuzugänge im Jahr 2024, was ihr auf YouTube sehen werdet. Nämlich ist es dabei Atari Lynx, es ist dabei Nintendo Switch, Nintendo N64, Microsoft Xbox, es ist dabei PlayStation 5 und es ist Sega Saturn dabei und eine Menge mehr, aber bevor ich mich hier verquatsche, lasst uns beginnen. Das Atari Lynx ist eine meiner Lieblingskonsolen. Ich habe eine Atari Lynx Version 2 bei mir komplett in Box in der Sammlung und ich habe ein paar Atari Lynx Spiele. Und wie der Zufall so will, habe ich auf eBay ein günstiges Game gesehen, was mir in der Sammlung gefehlt hat. Es ist Sealed und es ist das Steel Talions. Steel Talions ist ein 3D Shoot'em Up und ihr müsst verschiedene Missionen erfüllen und müsst in einer 3D Ansicht hier die verschiedenen Missionen bestreiten. Grafisch, wie gesagt, heute wird man sagen, oh Gott, was für ein Augenkrebs, aber damals war das Teil richtig, richtig cool. Ich habe das Ganze für 29 Euro bei eBay geschossen. Das Ganze ist Sealed und ein weiteres Game für meine Atari Lynx-Sammlung. Zu Weihnachten habe ich Besuch bekommen von meinem Patenkind und ihrem Ehemann und eigentlich haben wir ausgemacht, hey, wir schenken uns nichts. Ja, das mit dem wir schenken nichts. Daniel, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und er ist leidenschaftlicher Gamer, meine Patentochter auch. Und er hat mir für den Game Boy Advance Tomb Raider Legend geschenkt. Ja, Tomb Raider Legend hat mir definitiv in meiner Sammlung noch gefehlt. Es ist für den Game Boy Advance und es ist sealed und ja, was soll ich noch zu Tomb Raider sagen, außer Tomb Raider gehört in jede Sammlung rein und ich weiß nicht, woher er es gewusst hat, aber ich habe das Game definitiv noch nicht in meiner Sammlung gehabt, weil ja, bei über 2100 Games kann man schon so ein bisschen die Übersicht verlieren und ich finde das klasse, dass er mir dieses Game geschenkt hat. Wie gesagt, Daniel, Grüße gehen raus an dich und vielen, vielen Dank dafür. Bleiben wir noch ein bisschen bei den tragbaren Konsolen, wobei die Nintendo Switch ist ja nicht 100% tragbar, sondern es ist auch noch eine stationäre Konsole. Da gab es in diesen Neuzugängen 2 neue Games. Anfangen möchte ich mit Cotton Fantasy. Und Cotton Fantasy ist so ein Game, wo ich null auf dem Radar gehabt habe. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf das Game gekommen bin. Wahrscheinlich, weil es im Angebot gewesen ist und ich E-Mail bekommen habe, so nach dem Motto, hey, wir haben hier 20% Rausverkauf und sucht ein paar Games aus und das habe ich natürlich gemacht und Cotton Fantasies ist eines davon. Ja, was ist es? Ist vom Gameplay her ein Shoot'em Up, zählt sich selber aber zu den Cute'em Ups. Ja, Cute'em Ups, warum? Weil es eigentlich so nice ist. Und statt im Weltraum zu fliegen, fliegt ihr die Hexe Cotton seitwärts scrollend in diversen Level
auf Besen und kämpft gegen Vögel, Geister, Drachen und diverse andere mehr oder weniger niedliche Monster. Die Aufgabe ist relativ einfach. Nutzt euren Zauberstab und zerstört eure Gegner. Das war's. Und fast war's das, nämlich am Ende eines jeden Levels erwartet euch ein Boss, der nach seinem Ableben ein Willow hinterlässt. Nämlich diese Willows müsst ihr einsammeln. Dass ich es jetzt in der Sammlung habe, ist dem geschuldet. Es war günstig und es ist auch noch limitiert. Das zweite Game für die Nintendo Switch, Pokey and Roki Reshined. Ja, Pokey and Roki Reshined ist auch ein Shoot'em Up. Hier habt ihr aber die Möglichkeit, nach oben, nach unten, nach rechts, nach links hin und her zu sausen. Und in dem Game spielt ihr Pokey, das Scheinmädchen, und Roki, den Waschbär. Wie gesagt, es ist ein Shoot'em Up mit Scrolling in alle Richtungen im klassischen 16-Bit-Stil mit einer sehr, sehr super Grafik, also mit einer richtig schönen Grafik. Es ist sehr, sehr detailliert und ja, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll, auf die Feinde oder auf die schön gezeichneten Hintergründe bzw. die schön gezeichnete Umgebungsgrafik. Also ich finde sie wirklich, wirklich der Hammer. Das ganze Gameplay ist aus der Vogelperspektive zu sehen. In dem Game könnt ihr als Pokey, als Roki oder eine von drei neuen Figuren das Ganze durchdaddeln. Und als ich das Game gesehen habe, habe ich gesagt, hey, das muss in meine Nintendo Switch Sammlung rein, weil die Grafik finde ich zuckersüß. Das Ganze lässt sich richtig butterweich spielen. Wie gesagt, ihr habt eine Art ja, Vogelfreiheit, sage ich mal. Nicht nur wegen der Vogelperspektive, sondern ihr könnt euch oben, unten, rechts, links hin und her bewegen. Es ist also kein klassisches Shoot'em Up, wo ihr nach oben oder aber nach rechts oder links eure Feinde besiegen müsst, sondern ihr habt hier so eine 360 Grad rum und Freiheit. Und das Ganze sieht auch noch richtig klasse aus. Und neue Games auf alt gemacht, da stehe ich eh drauf. Und habe ich gesagt, komm, wo Cotton ist, da muss auch dieses Game in meine Sammlung rein. Mein Highlight in dieser Neuzugänge-Folge ist sicherlich das Game, was ich euch jetzt zeige für das Nintendo 64. Ja, und für das N64 hatte ich mal über 100 Games. Das Ganze war irgendwie ziemlich unpersönlich und ich habe dann nochmal von vorne angefangen. Genauso wie ich beim Super Nintendo von vorne angefangen habe oder auch beim NES. Und habe gesagt, ich möchte bei diesen drei Konsolen nur noch die Games haben, die ich wirklich gespielt habe oder aber die mich in meiner Jugend begleitet haben oder aber die ich heute noch spielen würde. Und das Game, was ich euch jetzt zeige, ist das letzte für mein persönliches Nintendo 64 Full Set. Und es ist das Banjo-Tooie. Ja, Banjo-Tooie ist der zweite Teil von Banjo-Kazooie. Und auch von den beiden Titeln der teurere Titel. Das Ganze gibt es so um die 150 Euro. Da kriegt man es wirklich in einem absolut guten Zustand. Drunter gibt es auch einige Verkäufe, aber eher so in einem Zustand, wo ich sagen muss, eher nicht. Und ich habe das Ganze bekommen in einer WhatsApp-Gruppe, diesmal nicht die vom Rii, sondern in einer anderen WhatsApp-Gruppe von einem Sammler, den ich kennengelernt habe auf einem Flohmarkt hier in Singen. Und ja, wir sind dann irgendwie zufälligerweise über einen anderen Sammlerkollegen dann wieder zusammengekommen und er hat eine riesengroße WhatsApp-Gruppe so mit über 100 Sammlern drin und er hat mich dann da drin eingeladen. Vielen Dank, Marco. Und ja, seitdem bin ich in dieser Gruppe drin und muss sagen, was dort teilweise angeboten wird. Ich habe die eine oder andere Konsole dort bekommen, also sprich ausgetauscht bekommen, aber dazu in einem viel, viel späterem Video mehr. Auf jeden Fall, kurze Rede, langer Sinn, Banjo-Tooie habe ich für 150
50 Euro dort geschossen und ich muss euch sagen, in einem Zustand richtig, richtig geleckt, wie ihr hier seht. Da ist alles komplett, da ist wirklich keine Ecke kaputt, da ist wirklich alles, wie es sein muss. Also ich würde sagen, vom Zustand her eigentlich neuwertig, alle Anleitungen drin, das Inlay richtig cool und ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich das Game in diesem Zustand in meiner Sammlung habe. Es hat einen ähnlichen Zustand wie das Gonker's Bad Fur Day, auch near mint, oder ich würde sogar sagen mintiger Zustand. Und ja, das Banjo-Tooie ist das letzte Game für mein persönliches Fullset und andere Games kommen da nicht mehr rein. Meine Güte, ich springe auch heute hin und her zwischen Neu-Alt, Neu-Alt. Jetzt kommt wieder eine neue Konsole, PlayStation 5, Arkanoid Eternal Battle ist das Game in der Limited Edition. Warum ich die ganze Zeit hier so runterschaue, ist A, mein Kontrollmonitor hängt mir hier irgendwie so zwischen die Füße. Und das andere, ich spreche von dem Game hier. Ja, Arkanoid ist ein Spiel aus meiner Jugend. Ich habe das Ganze zuerst auf dem C64 gespielt und im Prinzip relativ einfaches Spielprinzip. Es ist Pong, sprich unten ein Balken, oben eine Mauer, in der Mitte ein Ball, rechts, links, das war's. Aber das Game ist so viel mehr. Es hat einen absolut genialen Soundtrack und damals auf dem C64 auch Spracheffekte. Und seitdem ich dieses Game auf dem C64 gespielt habe, bin ich dran hängen geblieben. Ich habe sehr viele Arkanoid. Es werden jetzt sicherlich wieder einige aufspringen. Tom, weil gehst du doch mit deinem Englisch? Sorry, Leute. I do my very best to speak fluent English. Okay, weiter. Arkanoid ist wirklich das Game, was in meine Sammlung muss. Und ich habe es, wie gesagt, für fast jede Konsole. Das Game habe ich beim Re gesehen und habe sagen müssen, hey, das Ding brauche ich. Ich weiß gar nicht, wo ich es her habe. Ich weiß aber, dass ich 19,90 Euro bezahlt habe. Ich glaube, der Mädchenmarkt war es. Ja, lass mich nicht lügen, der Mädchenmarkt war es. Arkanoid in der Limited Edition als Eternal Battle in der Sammlung. Das nächste PlayStation 5 Game habe ich auch beim Re gesehen, wobei das Game habe ich schon ein bisschen länger auf dem Radar gehabt. Es ist Robocop Rogue City. Und er hat in der WhatsApp-Gruppe von ihm reingeschrieben, hey, das Ding gibt es momentan beim Mediamarkt für 34 Ungrad. Und ich bin dann sofort zum Mediamarkt hingedüst, habe geschaut und 54 Euro. Und bin hergegangen, habe gesagt, Leute, das habt ihr da hier irgendwie auf der Homepage ein bisschen anders. Könnt ihr da bitte da hier irgendwie den Preis anpassen? Und dann hat er gesagt, ja, da muss ich mal gucken. Normalerweise gelten die ausgezeichneten Preise. Gesagt, ja Leute, aber hier, guck mal da, hier auf der Homepage. Können da mal da bitte andere machen? Und hat er dann gemacht, jo, mache mal und jo, Robocop Rogue City. Und wie gesagt, ich bin Fan davon, habe ich glaube ich beim letzten Video schon mal gesagt, beim Terminator. Das, was wie gesagt so, genau, im letzten Video habe ich das erwähnt, dass ich das Game habe. Unglaublich. Ja, weiter, meine Güte. Ja, es ist vom selben Entwicklerstudio wie Terminator Resistance und ich habe es noch nicht angespielt. Wie gesagt, ich habe es nur beim Re gesehen und ich habe so ein paar Schnipsel aus dem Internet gesehen und ich muss sagen, was ich da gesehen habe, ist richtig, richtig cool. Ja, schauen wir mal, ob ich das Game durchgespielt bekomme. Ich hoffe, dass 2024 ein besseres Spielejahr ist als das vergangene. Wer kennt ihn nicht? Harry Potter. Und als ich die Filme gesehen habe, habe ich gesagt, hey, das ist wirklich cool. Die Bücher waren nie so mein Ding, weil ja irgendwie anstehen und kreischend und ole ole, aber die Harry Potter Filme, das ist schon was richtig Geniales. Und ich habe mir immer gewünscht, dass es ein Spiel gibt, wo ich auch
Harry Potter sein darf, wo ich nach Hogwarts gehen kann, wo ich... Aber Moment, das Game gibt es ja, nämlich Hogwarts Legacy für die PlayStation 5. Und ich habe mich extra für die PlayStation 5 Variante entschieden. Das Ganze gab es noch auf der Xbox und das Ganze gibt es noch auf der Nintendo Switch, wobei ich sagen muss, weil grafisch ist das Ganze auf der PS5 schon am schönsten und am flüssigsten, obwohl ja eigentlich die Xbox Series X die leistungsstärkste Konsole sein soll, ist es wirklich auf der PlayStation 5 das die Version, die am flüssigsten läuft. Klammer auf, PC-Version machen wir hier nicht. Wir sind hier Konsole. Ihr seht, Konsole, ich sage mal Konsole, keine PCs. Weiter. Und die Switch-Version habe ich zuerst auch gedacht, dann habe ich das Ganze aber gesehen und habe gedacht, nee, das will ich mir nicht antun, das ruckelt, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht nach einem Game aus, was im Jahr 2023 rausgekommen ist. Wie gesagt, deshalb die PlayStation 5 Geschichte. Ja, und zu Hogwarts Legacy muss ich eigentlich nicht wirklich viel sagen. Das Thema ist eigentlich, ich spiele eigentlich keine Open World Games, weil ich bin da irgendwie zu blöd zu, oder anders gesagt, ich verlaufe mich immer in dieser Open World. Ich laufe dann immer von Nebenquest zu Nebenquest und vergesse dann, wo der Hauptquest ist. Aber der Arbeitskolleg von mir, dessen Tochter spielt das, und er hat gesagt, hey, das ist total easy, das findet man, und ich hoffe, yo. Ich habe es mal für die ersten 5 Minuten gespielt und muss sagen, ja, das ist schon ein schönes Spiel. Hogwarts Legacy für die PlayStation 5 neu in meiner Sammlung. Yay. Aber kommen wir nun zu dem qualitativ hochwertigsten Game, was im Jahr 2023 rausgekommen ist. Da kann sich Hogwarts Legacy von der Grafik her, von der Spieldynamik, von der Story her komplett in den Keller stellen und schämen. Es ist wirklich das Game, wo ich gesagt habe, und da muss ich aber in meiner Sammlung. Es ist Postal 4. Und meine Fresse, ich glaube, das ist das allermieseste Game, was es auf der PlayStation 5 gibt. Wobei, gibt es den Pupslinger auf der PS5? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das gibt es nur auf der PS4. Aber Postal ist wirklich so ein Game, wo ich sagen muss, hei, 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 hei. Das Teil hat Fäkalwitze aus der untersten Schublade. Ja, im Prinzip, ihr seid ein armer Dude, der hier gefangen ist, in Anführungsstrichen gefangen, in einer ganz, ganz öden Kleinstadt, und ihr müsst so ein paar Jobs erledigen, entweder so das Klo reinigen, oder ihr müsst ein paar Damen und Herren über die Grenze begleiten. Das Ganze könnt ihr einmal friedlich machen, oder aber ihr könnt Katzen unter Drogen setzen und, und. Grafisch ist es uiuiui, ja, spieletechnisch ist es uiuiui, und ich habe einfach gesagt, Mensch, das Ding brauche ich in der Sammlung, weil, keine Ahnung, ich habe das Ding beim lieben Jansel gesehen und er hat das Teil auch in seiner Sammlung, und ich habe dann gesagt, komm, wenn der liebe Jansel das Ding in seiner Qualitätssammlung hat, dann darf es in meiner Qualitätssammlung nicht fehlen. Postal 4, frisch aus den USA importiert für sagenhafte 34,99 €. Und ja, ich weiß, man kann in den USA nicht mit Euro zahlen. Das Ganze ist umgerechnet. Ihr versteht, US-Dollar zu Euro, und nächstes Game. Wenn wir schon bei den modernen Konsolen sind, darf die Microsoft Series X nicht fehlen. Dafür gab es auch ein Game, nämlich Mass Effect in der Legendary Edition. Und jetzt werden einige sagen, was, das hast du nicht gehabt? Nee, habe ich wirklich nicht gehabt. Ich habe immer gedacht, ich habe es gehabt. Da ich aber jetzt 3 Wochen Urlaub gehabt habe und Inventur gemacht habe, habe ich festgestellt, ich habe das Game gar nicht, sondern gespielt habe ich es eigentlich immer nur
dank dem Microsoft Game Pass. Und ich habe dann gesagt, Mensch, wenn ich das Teil irgendwo günstig finde, dann kaufe ich das. Und Amazon hat mir den Gefallen getan und hat gesagt, hey, wir haben das Ding für 9,99 Euro im Angebot. Dann habe ich gesagt, klack, kaufen und zu mir. Ja, zum Mass Effect muss ich nicht wirklich was sagen. Neu, alt, alt, neu, neu, alt. Sega Saturn. Sega Saturn ist eine meiner Lieblingskonsolen neben dem Sega Dreamcast. Und da gab es dann auch ein Game zu. Mir fehlt nur noch ein einziges Game. Dann habe ich auch hier mein persönliches Fullset durch. Es ist nicht das Game, was ich hier habe. Ich spreche von der Panzer Dragoon Saga. Und ja, das Game wird teuer, teuer, teuer und ich bin aber bereit, dieses teure, teure Game in meine Sammlung reinzutun. Aber sprechen wir erstmal von einem preiswerten Game, was ich habe, nämlich Soviet Strike. Soviet Strike habe ich auf, glaube ich, allen Retro-Konsolen und da habe ich gedacht, komm, Soviet Strike brauche ich auch für das Sega Saturn. Das Ganze habe ich auf der PlayStation 1 angefangen zu sammeln. Und ja, jetzt habe ich es auch fürs Sega Saturn. Soviet Strike ist ein Shoot'em'up aus der Strike-Serie. Angefangen hat das Ganze mit Desert Strike. Ja, die ganze Strike-Serie finde ich eh richtig, richtig cool. Und wie gesagt, aus dem Grund kommt der beliebte Spruch auf meinem Kanal, musste Soviet Strike in meine Sammlung rein. Letzte Konsole, Nintendo GameCube. Ja, und den Würfel. Man glaubt es kaum, auch den habe ich sehr, sehr gerne gehabt und ich verbinde damit ziemlich viele schöne Nächte. Nämlich meine Frau hat angefangen auf dem Nintendo GameCube The Legend of Zelda zu zocken und wir haben Nächte zusammen vor der Flimmerkiste verbracht. Sie hat gespielt, ich habe im Lösungsbuch nachgeschaut, welchen Weg es geht und wenn es dann ganz schwierig gewesen ist, habe ich dann das Joypad bekommen. Aber auch hier sammle ich kein Fullset. Das einzige Fullset, was ich haben werde, ist für die Nintendo Wii U. Da fehlen mir noch 3 Games. Aber zurück zu diesen Schätzchen, was es ist. 1, 2, 3, 4, 5 Games im Schnelldurchlauf. Das erste Game ist Mortal Kombat Deadly Alliance und Mortal Kombat für den GameCube musste in meine Sammlung rein. Das Ganze gab es auf eBay zu einem Schnäppchenpreis von 15 Euro. Das Ganze ist complete in Box. Das Ganze sieht auch noch richtig cool aus. Und ich habe sagen müssen, katsching, auf in meine Sammlung. Nächstes Game. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich bin Star Wars Fan und so musste natürlich in Star Wars in die Sammlung rein. Genauer gesagt, das letzte Star Wars Game, was mir für den GameCube gefehlt hat, nämlich Star Wars The Clone Wars. Und ja, das Game finde ich besser als den Film. Und den Film fand ich eigentlich ganz okay, aber ja, wie gesagt, die neuen 3 Teile, also die mittleren neuen 3 Teile sind nicht so mein Fall. Von den letzten 3 Teilen will ich mal hier nicht sprechen. Und wie gesagt, Star Wars The Clone Wars musste in meine Sammlung rein, zumal ich die Zeichentrickserie wiederum richtig, richtig cool finde. Mein Name ist Bond, James Bond, und ich trinke Martini, geschüttelt, nicht gerührt, mit keiner Olive drin. So oder so ähnlich könnte ich James Bond mimen. Ich hoffe, irgendjemand von Warner Bros. Sieht das Ganze, weil ich glaube, es wird noch ein James Bond gesucht. Aber ich spreche hier von 007, alles oder nicht. Die Handlung ist wirklich eines Bond-Films ebenbürtig. Es geht um Nanotechnologie, es geht um einen russischen General, es geht um Nikolai Diavolo. Okay, der Name ist ein bisschen komisch, aber wer ist dieser Nicolo Diavolo? Er ist der Schüler des verstorbenen Max Zorin. Und wer James Bond, wer die ganze Serie kennt, der weiß, Max Zorin war der letzte Gegenspieler von
Roger Moore, nämlich im Film 007 im Angesicht des Todes. Pierce Brosnan als James Bond, Heidi Klum als Dr. Katja Nadova, William Dafoe als Nikolai Diavolo, Jodie Dench als M, John Cleese als Q, Richard Kiel als der Beißer, Shannon Elizabeth als Serena, Misaki Ito als Q's Assistentin und Mary Harrison als Maya Starling. Die Konsolenversion wurde aus der Third-Person-Perspektive gespielt. Das Konzept kam zuletzt bei dem Spiel Der Morgen stirbt nie zum Einsatz. Das Ganze kam sehr, sehr gut bei Presse und den Fans an. Die Webseite Game Captain nannte das Spiel zum Beispiel einen Pflichtkauf für Bond- und Action-Fans. Da ich James-Bond-Fan bin, musste das Game natürlich in meine Sammlung rein. Geschossen habe ich das Ganze für günstige 9 Euro. Lost Kingdom Teil 1 habe ich schon in meiner Sammlung. Lost Kingdoms Teil 2 musste noch in die Sammlung rein. Und ich habe einen richtig, richtig guten Deal gemacht. Lost Kingdoms Teil 2 für 60 Euro in der Sammlung. Und jetzt werden einige sagen, what? Das Game ist doch eigentlich viel teurer. Das Ganze geht eigentlich für 100 bis 130 Euro über den Ladentisch. 100 Euro hat man eine Version, die ist nicht komplett in Box. 120, 130 Euro, ja, da beginnen dann schon die guten Versionen. Warum kostet meine 60? Das Ganze habe ich in der Facebook-Gruppe vom Marco geschossen. 60 Euro aus dem Grund, es fehlt die Anleitung. Und da habe ich sagen müssen, komm, es ist egal, für 60 Euro kriege ich das Game in diesem Zustand auf gar keinen Fall in die Sammlung. Und habe sagen müssen, komm, Lost Kingdom für den Preis Teil 2 in der Sammlung zu haben, muss ich einfach machen. Ich weiß gar nicht, auf welcher Konsole Animal Crossing angefangen hat. Auf jeden Fall, ich oute mich, ich spiele Animal Crossing auf meiner Switch oder beziehungsweise nicht mehr auf meiner Switch, sondern auf der Switch von meiner Frau. Und was soll ich sagen? Animal Crossing auf dem GameCube war ein Pflichtkauf, weil ich finde das Spielkonzept einfach und genial und ich finde die ganzen Figuren süß und aus dem Grund Animal Crossing für den GameCube musste in die Sammlung rein für mein persönliches Fullset und für den Preis, ich habe nicht gedacht, dass Animal Crossing für den GameCube so in den Preis gestiegen ist. Das Ganze liegt mittlerweile bei über 100 Euro. Und ich habe nicht gedacht, dass Animal Crossing für den GameCube so teuer ist. Ich war irgendwie der sinnigen Meinung, ja komm, das ist irgendwie so ein günstiges Game, kriegst du irgendwie für 60 Euro. Ja, Hustekuchen, das Ganze liegt mittlerweile bei teilweise über 100 bzw. sogar 120, 130 Euro. Und ich habe einen guten, fairen Preis hierfür bekommen. Ich habe unter 100 Euro gezahlt. Und ja, das Einzige, was hier fehlt, ist die spezielle Memory-Karte, die bei dem Game dabei gewesen ist. Ich habe aber einen Sammlerkollegen in der WhatsApp-Gruppe vom Marco und der hat mir gesagt, hey, ich glaube, ich habe noch so eine Memory-Card. Ja, Freunde, das war's von mir, von diesem Video. Ich hoffe, diese Neuzugänge-Folge hat euch gefallen. Und mein Gott, ich habe hier noch Neuzugänge rumstehen. Ich habe eine Special Edition Nintendo Lite. Ich habe eine Konsole, die ich nicht mehr gedacht habe, dass ich die in meine Sammlung reinbekomme. Ich habe noch viele, viele Spiele. Freut euch auf die nächsten Neuzugänge-Folgen. Freut euch auf die Roomtour, die ich gerade am Vorbereiten bin. Freut euch auf meinen Kanal, weil hier gibt es in diesem Jahr noch richtig, richtig coole Videos von mir zu sehen. Unter anderem bin ich gerade am Vorbereiten, wie errechne ich den Wert einer Sammlung. Aber eben, das habe ich ja schon im letzten Video gesagt. Deshalb bleibt so, wie ihr seid. Bleibt so, wie ihr seid. Ich bleib's auch. Wir sehen uns. Euer Tom.